Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen ja immer am Anfang der Woche mit einer offenen Show, mit einer offenen Talk Radio Runde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Solltet ihr gerade etwas Seltsames im Hintergrund hören, das ist ein Gewittergrollen hier über Köln. So, der erste Anruf heute Nacht, das ist der Helmut. Helmut ist Hallo. 31. Guten Morgen, Helmut. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin insofern deprimiert, und weil ich bin vor 6 Wochen von meiner langjährigen Verlobten verlassen worden. Verlobten? Ja. Wie lange? Dreieinhalb Jahre. Ja. Wir wollten dieses Jahr Silvester heiraten. Ja. Und dazu wird es dann nicht mehr kommen, weil sie ist, hat einen anderen Mann kennengelernt und hat dann die Verlobung gelöst. Und so. Kam das plötzlich für dich? Sehr überraschend. Das heißt, überraschend. Lief da schon etwas länger was zwischen ihr und dem anderen Typ? Ja? Ja, da lief was länger. Ich hatte dann zuerst nur Verdacht, wusste aber dann nicht genau, dass es so ist. Ja. Und der Verdacht hat sich dann bestätigt, und irgendwann ist er dann damit raus, weil ich sie dann zusammen mal gesehen habe. Stopp mal eben, mich irritiert das Geräusch. Irgendwas ist in deiner Leitung, nicht in Ordnung? Ja, das ist dieses Mobiltelefon macht irgendwie dieses Geräusch. Ja. Der Fernsehton ist ganz aus. Ja. Entschuldige jetzt bitte, jetzt war ich gerade etwas abgelenkt. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser, genau, ja. Genau. Sei doch bitte so nett und sag das nochmal, was du gerade gesagt hast. Ja, selbstverständlich. Also ich habe sie mal gesehen in der Stadt zusammen, und dann habe ich darauf angesprochen, was das sollte dann. Und Du hast sie in der Stadt mit dem Typ zusammen gesehen? Mit dem Typ gesehen, ja. Das ist ja krass. Dicke Szene gemacht, und dann wollte das zuerst abstreiten und sagte, auch hat er keinen Zweck mehr, dann machen wir da Nägel mit Köpfen, sagt sie. Und ja, tschüss. Und tschüss, genau das war es. Hat sie gesagt, wie lange das schon gelaufen ist, parallel? Ein halbes Jahr. Boah, das ist natürlich heftig. Ja, und halbes Jahr ist das Schlimmste ist, ich bin ja 31 und sie ist jetzt 23, war also 19, als ich sie kennenlernte. Hm. Und sie war damals noch Jungfrau. Und der Hammer ist, also ich habe dann noch gebohrt und am Grund gefragt, und dann hieß es nachher, es ist, weil der andere besser bestückt wäre. Der hätte einen doppelt so großen Penis, und sie würde dadurch erstmalig richtig zum Orgasmus kommen. Ach. Und das war natürlich dann der Hammer. Sie kritisiert deine Penislänge. Ja. Weil ich nach dem Grund bohrte. Ich sag, was wirfst du mir vor? Und dann kam das dann raus im Streit. Wie groß ist dein Penis? 9 Zentimeter. 9 Zentimeter im irrigierten Zustand? Ja, richtig. Mhm. Ja, ist schon unter dem Durchschnitt. Ja. Schon erheblich unter dem Durchschnitt, stimmt. Wie groß ist der Umfang? Ja, also schon so, komischerweise 4 oder so hat der schon. Also zu dünn ist er nicht. Ja. Das ist natürlich für einen Typ ein harter Schlag, wenn eine Frau sagt, dein Pimmel ist zu klein. Ja. Da ist man natürlich sprachlos, und was soll man da erwidern? Ja, vor allen Dingen, und dann kam ja noch, dass er dann 20 Zentimeter hätte. 20 Zentimeter? Mhm. Hast du das denn irgendwie auch so gemerkt, wenn ihr miteinander Sex hattet, dass das für sie nicht so... Ja, also sag mal so, ehrlich gesagt, die Zeit überlag so wie ein Brett da, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Gut, aber das kann natürlich auch an den fehlenden Liebeskünsten deinerseits, was gar nichts mit dem Penis zu tun hat. Ja, also ich habe mich in Sachen Liebe jetzt gefragt, ob das überhaupt noch insofern Liebe ist oder so. Das war, wo habe ich auch dann irgendwie immer bemängelt, weil... Sie wirkte so hin, wie soll man sagen, materiell eingestellt, aber nicht irgendwo in Sachen gefühlsmäßig irgendwie. Sie war so als Mensch nett, aber irgendwo auf der sexuellen Ebene war das wie ein vollzogener Pflichtakt oder so, kommt mir bald so vor. Die ganze Zeit schon oder eher so? Ja, ja. Doch, so. Ja, die Anfangszeit vielleicht nicht, die ersten paar Wochen, aber dann kam das irgendwo so da rein. Das heißt, wenn du so zurückdenkst, fällt dir
keine einzige Situation ein, von der du sagen würdest, eventuell, da hat es ihr auch so richtig Spaß gemacht? Da ist sie abgegangen? Nee, ja, auch doch, wenn Alkohol im Spiel war. Ach so. Ja. Aber dann gut, dann sind die Hemmungen wieder weg. Ja, ja. Hat sie dir dieses denn irgendwann auch schon mal vorher gesagt, dass sie mit deiner Penisgröße nicht zufrieden ist? Ja, er wäre halt sehr klein, das würde ich ja wohl selber wissen. Nee, hat sie das vorher schon mal gesagt? Jetzt? Früher, vor einem Jahr oder am Anfang? Auch schon mal. Ja, wenn wir irgendwie drauf zusammen, wenn ich dachte, warte, es macht ja keinen Spaß oder was. Ja. Ja, könnte was größer sein, dann kam das schon mal so. Ja, wobei sie hatte ja noch keine großen Erfahrungen mit anderen. Das ist es. War das wirklich so, dass sie noch überhaupt gar keinen anderen Penis in der Hand gehabt hat überhaupt, bevor sie dich kennengelernt hat? Ja, Petting oder so schon mal, ja. Das schon, also. Ja gut, dann hat sie schon eine Einschätzung gehabt. Das ja. Aber du sagst, es war sonst, also im Bereich Sexualität war es schon sehr, sehr abgekühlt, die ganze Sache. Wie war es denn so im Umgang miteinander? Gab es denn Zärtlichkeiten? Ja, das gab es eigentlich schon, aber sagen wir so, da wurde mit Schatz angeredet oder so, aber irgendwo so Händchen haltend oder so gingen, war irgendwie auch irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie wenig gewesen. Mhm. Das fiel dann auf, wenn das andere das taten und das kam. Oder kann natürlich vielleicht auch an beiden gelegen haben, das will ich jetzt nicht so abtun. Ja, diese Schatzgerede ist natürlich völliger Unsinn. Das heißt gar nichts, ne? Das heißt nee, überhaupt nichts. Oder es ist auch nicht der Satz gekommen, ich liebe dich oder so, sondern da kam nur der Satz von hier, ich hab dich lieb. Ja, ja, ich hab meinen Pudel auch lieb. Oder meinen Wellensittich. Das kann ich zu einem Haustier sagen. Ja, ja. Und den, da sind wohl irgendwie Unterschiede, ne? Für uns Männer zumindest. Ja. Hast du denn diese Frau dennoch geliebt? Oder liebst du sie gar immer noch? Also, ja, sicher. Ist also die ganze Welt dann zusammengebrochen, in der Richtung. Aber die hat sich jetzt definitiv getrennt. Die ist mit dem anderen zusammen, der schöne 20 Zentimeter aufzuweisen hat. Ja, die wohnen zusammen. Und wohnen schon zusammen. Das heißt, ihr habt auch gar keinen Kontakt mehr miteinander? Vielleicht telefonisch noch oder so, weil da irgendwie mit Sachen Austausch noch ist und so. Aber das ist sehr sachlich. Geht ja, also musst du dich damit arrangieren, dass das jetzt vorbei ist und deine Wunden lecken. Ja, irgendwie ja, in der Richtung. Offensichtlich gibt es ja keine Chance, dass man das irgendwie zurückerobern könnte oder das ist vorbei. Man steht in der Öffentlichkeit dann auch blöd, weil ja sämtliche Leute dann schon geladen waren zur Hochzeit und jetzt soll ich mir irgendeinen Grund dann einfallen lassen, wieso, ich werde ja jetzt angesprochen, wieso findet die nicht statt, wo ist die jetzt und so weiter. Ja, dann sagst du die Wahrheit. Die Wahrheit kann man ja dann nicht sagen. Nein, ich meine, die letztendliche Wahrheit musst du nicht sagen, aber du sagst einfach, sie hat einen neuen Freund. Das ist ja auch die Wahrheit. Du musst ja nicht das mit dem Penis sagen. Helmut, das ist auch nicht der Hauptgrund, glaub's mir. Also, ich meine, wenn das wirklich eine intakte Beziehung gewesen wäre, wenn das eine große Liebe wäre, dann kann man sich auch, oder kann Frau sich auch wunderbar damit arrangieren. Das ist völliger Quatsch. Ja. Wahrscheinlich war der Ofen eh aus. Und das war alles erloschen. Ich meine, sie war jung und du warst ihr erster Typ. Vielleicht, sie will andere Sachen noch erleben und weiß der Teufel. Das kann man ja nie hinterher rekonstruieren, warum Liebe aufhört. Das könnte auch ein Grund sein. Man ist natürlich jetzt irgendwo angeknackst in der Richtung, weil man dann irgendwo mal bei einer früheren Beziehung nachgebohrt hat und sagte, kann das Grund, dass daran gelegen haben, dass wir da auseinander sind? Und dann haben die das gedacht, kann sein, dass das auch an wegen der Größe wäre. Und das hat mich natürlich dann irgendwo jetzt im Nachhinein schwer pikiert. Das heißt, ganz konkret und spontan hat eine Frau das noch nicht gesagt, dass sie nur als der Klein, aber so auf Nachbohren und Nachfragen kam schon dann so. Ja, Helmut, das ist ja leider Gottes, dass man da noch nichts dran ändern kann. Es gibt noch keine seriösen chirurgischen Eingriffe, die das verändern können. Ja, und das Problem ist ja auch in der Richtung, laut Wissenschaft wäre das ja alles vom Ablauf, wäre das ja angeblich alles egal, wie groß das Teil wäre, um Frauen zu befriedigen. Ja. Was ja eigentlich im vorderen Teil sehr nur erfindungsträchtig wären, heißt es. Ne? Ja, die Frauen sagen es irgendwie jetzt wieder wahrscheinlich anders, ne? Als das, was Wissenschaftler bestätigen. Ne? Genau. Es gibt ja nur auch andere Möglichkeiten, sehr viel Spaß zu haben, auch wenn der Kleine zu klein ist. Also ich glaube, dass man als Typ, wenn man dann nur von Natur aus so ausgestattet ist, da darf man sich nichts vormachen, da muss man sich rigoros mit auseinandersetzen und das zu akzeptieren lernen, denn da gibt es keine Lösung. Das ist nun mal so, das ist ein Schicksal. Ja, klar.
Ja, ich glaube schon, weil es lass dich bloß nicht auf irgendeinen Humbug ein. Es gibt ja schon mal so Penisverlängerungsaktionen oder es gibt auch dubiose chirurgische Eingriffe. Ich habe neulich nochmal mit einem Urologen darüber gesprochen, weil das ja immer wieder mal hier in der Sendung vorkommt und ich wollte mich nochmal vergewissern, die raten davon ab, das machen zu lassen. Ja, weil das Risiko ist zu groß. Das Risiko ist zu groß. Ja, vielleicht wird es irgendwann Methoden geben, die funktionieren, aber im Moment geht das noch nicht. Da kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass du, wenn du eine neue Freundin findest, dass die sagt, okay, komm, das ist ein toller Typ. Mir ist egal, wie groß sein Geschlechtsteil ist. Ja, klar. Das ist die andere Kehrseite der Medaille, ne? Ja, ja. Das ist richtig. Da muss man. Aber ist ja natürlich demütigend und ist. Aber ich meine, auf der anderen Seite kennen die Frauen das auch, dass die Kerle sagen, du hast mir zu kleine Brüste. Die können die Brüste sich zumindest vergrößern lassen. Das geht, ne? Aber dass andere Menschen oder das andere Geschlecht so abschätzen und einordnen, so ist es leider nun mal. Ja, das ist also, deswegen, man kriegt natürlich dann einen Knacks oder traut sich nicht mehr so in Öffentlichkeiten. Und ja, das darf aber nicht das Resultat sein. Da musst du dich, ich verstehe, dass man da ein paar Wochen vielleicht dann erstmal verletzt ist und vielleicht sich zurückzieht, aber da musst du halt sagen, okay, komm, raus und egal, neue Frauen, neues Leben und neue Chancen. Ja, die Frage ist, also ich weiß nicht, oder habt ihr noch einen Psychologen da, wo man mit drüber sprechen kann? Können wir gerne machen. Kann ich dir gerne anbieten, Helmut. Es ist allerdings heute eine Frau. Ich hoffe, das ist okay für dich. Auch ist egal. Ja. Man kann. Sehr gerne. Simone ist das. Und du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Und ich wünsche, dass du gut über diese Sache hinwegkommst. Es ist immer schmerzlich, wenn man jemanden verliert. Und dann natürlich mit so einem Satz umso schmerzlicher. Ja, richtig. Alles Gute. Weiter so mit deiner Sendung übrigens. Dankeschön, Helmut, sehr nett. Tschüss. Alles Gute. Dankeschön, tschüss, dir auch. So, übrigens, glaube ich, ist durch das Gewitter in manchen Orten der Satellitenempfang nicht so ganz dolle. Sogar hier gerade im WDR hatten wir eine Störung. Also, das wird sich hoffentlich dann wieder irgendwann finden. So, weiter geht es mit Manuela. Und Manuela ist 46 Jahre alt. Morgen, Manuela. Hallo? Hallo, ja. Hier ist Manuela. Manuela, grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin eine sogenannte Geliebte. Das ist ein böses Wort. Das wird so genannt. Das heißt, du bist fünftes Rad am Wagen. Na, vielleicht nur, ja, so nicht mehr. Ja. Zweite Geige. Dein Freund ist verheiratet. Der ist verheiratet und hat zwei Kinder, ja. Und wie lange seid ihr beiden schon am Tuchteln? Ein Jahr. Hm. Zwei ja. Kinder. Und wie alt ist er? Auch 46. Mhm. Erzähl mal ein bisschen über die Beziehung. Ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich ziemlich traurig. Also wenn er da ist, bin ich immer sehr glücklich. Und sobald er wieder geht, bin ich in so einem emotionalen Loch, weil es eben total perspektivlos ist, diese Liebe. Mhm. Und man fühlt sich schon als Frau zweiter Klasse. Und man fühlt sich aber auch wiederum zerstörerisch, wenn man ja doch glaubt, einzudringen, da was zu zerstören. Er sagt mal, ich zerstöre nichts, aber... Ich höre daraus, dass du diesen Mann liebst. Ja, ich liebe ihn. Ja, das ist keine Sexaffäre. Für dich. Bitte? Für dich ist das keine reine Sexaffäre. Nein, um Gottes Willen, es ist viel mehr. Was ist es denn für ihn? Auch mehr als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Wir fühlen uns schon irgendwie sehr seelenverwandt und verstehen uns sehr gut. Wir reden gut miteinander und also wenn wir zusammen sind, dann ist es alles wunderbar. Mhm. Und sobald er wieder geht, dann... Wie oft seht ihr euch? Wöchentlich, mehrere Tage. Mhm. Dreimal in der Woche? Ja, auf jeden Fall. Aber über Nacht kann er nicht bleiben? Doch, doch. Doch? Doch. Was sagt er zu Hause? Dienstreise. Dienstreise. Das passt ganz gut. Wer weiß denn überhaupt von dieser Beziehung? Das ist auch ein Problem für mich. Man kann damit niemandem darüber reden. Man wird seiner öffentlichen Meinung, ist ja die Geliebte eine Frau, die moralisch Verwerfliches tut. Und darum hat man ja keine Gesprächspartner. Also, ja, ich habe es einigen Vertrauten erzählt, also gerade mal eine Handvoll, aber man kann da kein Verständnis erwarten. Ja. Auch nicht bei Freunden. Also, ich sage das ja immer, also wenn man hier von moralisch verwerflich reden sollte, dann trifft dieses Urteil ihn. Ja, und nicht dich, weil er betrügt seine Frau und er lügt und ja, du bist eine neutrale Persönlichkeit, also finde ich in dem Fall.
Wie lange sind die verheiratet, er und seine Frau? Verheiratet wohl erst seit 10 Jahren, aber zusammen seit 20 Jahren. Oh. Naja. Was erzählt er denn so dir über die Ehe? Wir hatten das erste halbe Jahr habe ich darum gebeten, dass er nichts erzählt. Ich wollte gar nichts wissen. Ich wollte keine Bilder vor mir haben, weil ich mich dann noch schwieriger gefühlt hätte. Mhm. In der letzten Zeit erzählt er ein bisschen mehr. Die Frau hat es auch einmal rausbekommen wohl. Und er musste dann zugeben, hat es natürlich verharmlost. Ach, die Frau hat das rausgekriegt? Ja. Ach so. Verharmlost dargestellt und hat aber seiner Frau gegenüber die Sache in Anführung offiziell für beendet erklärt. Also er wiegt sie jetzt in Sicherheit weiterhin und macht es genauso weiter wie vorher. Also hat er noch mal eine Lüge raufgelegt? Genau, für mich hat noch schlimmer als vorher eigentlich. Ja, wenn die das jetzt dann rausbekäme. Dann platzt die Bombe richtig, ja. Wie spricht er denn über seine Ehe und seine Frau? Er sagte, dass er, bevor er mich kennenlernte, nichts vermisst hätte. Er hat ein ganz normales Familien- und Eheleben geführt. Glaube ich nicht. Wenn er nichts vermisst hätte, hätte er dich nicht kennengelernt. Glaube ich auch nicht. Mhm. Spricht er über die Sexualität, die die beiden haben? Nee, spricht er nicht. Freue ich auch nicht. Das ist aber nicht die Grundlage unserer Beziehung. Das ist ein wichtiger Faktor, aber das ist auf keinen Fall nur die Grundlage. Ja. Also er sagt eigentlich so nichts Kritisches über seine Ehe bei dir? Nee, sagt er nicht. Aber ja, er sagt kritisch, dass eben, er vermisst schon so den geistigen Austausch und dass ein bisschen Alltagstrott eingefahren ist. Ja, klar, 20 Jahre. Ja, klar. Relativ jung kennengelernt dann. Ja, relativ jung, ja. 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 Die Kinder, wie alt sind die? Klein noch, 9 und 13. Ja, und Kinder sind ein Totschlagargument, nicht? Ja, das schieben dann gerne die Fremdgeher vor. Ja. Das hört man ja immer und immer wieder. Wie stellt er sich denn die Perspektive? Wie malt er sich die Perspektive aus zwischen euch, mit euch? Ja, er sagt schon, ich wäre seine Traumfrau und die Frau seines Lebens und er wird mit seiner Frau nicht alt werden. Aber er macht einfach so weiter und will beides haben. Und weißt du, wie lange ich jetzt noch aushalte, weiß ich nicht. Manuela, das finde ich immer von so Typen besonders gemein, wenn die zu der Geliebten sagen, du bist meine Traumfrau. Das ist gemein, ja. Das ist wirklich gemein, denn dann würde ich sagen, Mensch, dann hab auch einen Arsch in der Hose und trenne dich von deiner Ehe, von deiner Ehefrau, die offensichtlich nicht deine Traumfrau ist, und geh zu deiner Traumfrau. Ich sage auch immer zu ihnen, wenn ich deine Traumfrau bitte, die Frau deines Lebens, warum bist du denn nicht hier? Ja, genau. Bist du nicht ja. hier? Oder man hält einfach den Mund und stellt es so dar, als würde man zwischen den Stühlen hängen. Naja, aber andererseits ist das natürlich auch unser soziales Umfeld, immer die Kinder und dann sind noch Häuschen dabei, noch in der Finanzierung und Freunde und Nachbarn, bekannte Verwandte. Das sind ja alles Sachen, weil die auch Angst hat, dass er das verliert. Ja, das ist natürlich auch ein einschneidender Schritt, wenn man 20 Jahre mit jemandem zusammen war, man hat zwei Kinder und hat ein Haus, hat sich was gemeinsam aufgebaut, Freundeskreis, Verwandten, alles ist miteinander verflochten. Da dann zu sagen, ich mache einen Schnitt, da gehört auch eine gewisse Größe und Mut zu. Und Egoismus. Und auch Egoismus, ja gut. Manchmal kann man Ehrlichkeit auch Egoismus nennen. Ja, dann nennen wir es Egoismus. Ich fühle mich auch egoistisch und wollte die eine sein eigentlich. Also, weil ich ja nun auch Hemmungslos genieße. Ja, gut. Das ist ja auch dein gutes Recht. Da spricht auch gar nichts gegen. Die Gefahr besteht nur in solchen Beziehungen, dass er das so einfach laufen lässt. Denn dem geht's ja wahrscheinlich ganz gut. Der hat dich und hat da sein aufregendes neues Leben mit dem neuen Austausch in jeglicher Beziehung und hat sein trautes Heim zu Hause. Ja. Da gibt es Geschichten, wo das Jahre oder Jahrzehnte sogar läuft. Ja, ich bin wohl wie so ein Sahnehäubchen auf seinem Alltag. Sozusagen. Genau. Aber letztendlich der Loser bei der ganzen Geschichte ist immer das fünfte Rad am Wagen, sprich bist du. Weil du musst in einem Geheimnis leben. Du musst immer zurückstecken. Du kannst nicht einfach sagen, komm, wir fahren mal zusammen in Urlaub oder wir machen dieses und jenes. Wir können uns nicht in der Stadt zeigen, wir können nicht Händchen halten, wir können gar nichts machen. Ja. Also es muss alles immer genau abgesprochen werden, wo, wie man sich trifft und so weiter. Das muss ich dir nicht erzählen. Ja, es ist blöd. Gerade Urlaube, Wochenenden und Geburtstage, Weihnachten und so weiter, immer ohne ihn. Genau. Kannst du ihn denn überhaupt einfach anrufen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also machen ein paar E-Mail und... Ja, anrufen geht das gar nicht mehr. Dann durch der SMS hat sie das rausbekommen. Ja. Das heißt, du musst immer wie so ein Hündchen bei Tisch sitzen und hoffen, dass mal ein Kuchen runterfällt. Ja, genau, das ist es. Und es war im ersten Viertel ja ganz schlimm, als ich da verliebt war, dass man schon mit dem Handy aufs Klo gegangen ist, so ungefähr. Und
immer dachte, er ruft vielleicht jetzt an und hat sich schon zum Sklaven gemacht, dass er mal Zeit hat und sich meldet. Und das mache ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also gehe ich schon mal nicht ans Telefon. Wie lange bist du denn schon solo gewesen? Bitte? Wie lange warst du solo, als du ihn kennengelernt hast? Nicht lange, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Also ich war nicht auf der Suche. Es ist wirklich so einfach so passiert. Wo hast du ihn denn überhaupt kennengelernt und wie? Das Internet. Sagte sie mit einer gewissen Beschämung in der Stimme. Ja. Das ist ja, ich bin immer völlig baff, wie viele Leute sich übers Internet kennen. Ja, ich auch. Völlig. Und ja. Eben aus allen Altersgruppierungen mittlerweile. Ja. Das ist schon irre. Das ist schon irre. Habt ihr euch während einer sofort Ping gemacht, ja. Wie? Da haben wir uns wieder verabredet und hat es sofort Ping gemacht. Und habt vorher schmutzigen Cybersex gemacht? Nein, gar nicht. Wir haben 3 E-Mails geschrieben und haben gemerkt, dass wir uns so schriftlich ganz gut verstehen. Dann haben wir telefoniert 3-mal und uns verabredet. Und schon war es so. Und er hat mir auch sofort gesagt, dass er verheiratet ist. Und dann habe ich gesagt, was machst denn du endlich dann hier? Was soll denn das? Und er hat es einfach so laufen lassen. Manuela, da ist guter Rat ganz schwierig. Ja. Weil... ich meine, du musst irgendwann abschätzen, wann deine Grenze überschritten ist, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Aber ja, die musst du. Mehr als ich genieße. Ich mache das jetzt schon. Also die Zeit, die ja dann da ist, ist zwar sehr schön, aber schon wenn er kommt, weiß ich, er geht auch wieder. Ja, ja, genau. Mhm. Also die Leidens, das Leidensmaß darf nicht zu groß sein von deiner Seite aus. Weil du wirst sonst wirklich dauerhaft unglücklich in so einer Beziehung. Irgendwie musst du dir eine zeitliche Grenze setzen, dass du ihm. Ich finde auch, dass du irgendwann ultimativ werden kannst. Das habe ich doch kein Recht zu fordern. Doch, aber hör mal. Dass das mit uns nicht funktionieren würde. Da kann er mir immer vorwerfen, ich habe mich für dich von allem getrennt. Ja, gut, das ist das Risiko, das ist nun mal, das ist nur so. Du machst dich da viel zu klein in der ganzen Geschichte, Mensch. Wir haben doch kein Alltagsleben. Er ist ja der Sonntagsmann, der jetzt herkommt. Ja, also ich finde, dass du irgendwann sagen kannst, pass mal auf, Junge, ein halbes Jahr mache ich das noch mit, aber dann muss ein neues Verhältnis her. Anders geht's nicht. Ja. Finde ich, dass du das Recht so hast. Und ich finde auch, dass es für dich gut ist. Mhm. Weil du bist in einer kleinen Position und das ist auf Dauer für das Selbstwertgefühl nicht gut. Ja, ist es auch. Mhm. Also ich finde, du machst es jetzt schon ein Jahr mit, ne? Sagst du ein Jahr was, ne? Nur ist auch bald genug, finde ich. Ja, ja. Man liebt und wird geliebt und ist trotzdem sehr einsam und sehr unglücklich. So, da musst du irgendwelche Schlüsse rausziehen. Ich kann dir das nicht sagen, wann das genau der Zeitpunkt ist, aber du musst es irgendwie so im Kopf haben und du darfst dir auf keinen Fall, finde ich, einbläuen, ach, ich lasse das auch mal so laufen. Dann bist du, glaube ich, in diesem Hamsterrad gefangen. Dann kommst du gar nicht mehr raus. Ja. Manuela, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, danke schön. Alles Liebe wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Morgen ist Themennacht. Und morgen heißt unser Thema, mit Geld kann ich nicht umgehen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel eine tolle Erbschaft verprasst haben und sagen, mit Geld kann ich nicht umgehen. Oder die große Schulden gemacht haben. Oder mit Leuten, die mal vielleicht Millionäre waren, die irgendwie eine tolle Geschäftsidee hatten oder aufgrund einer geschäftlichen Aktivität richtig Kohle gemacht haben. Und jetzt gar nichts mehr haben, aus welchen Gründen auch immer. Oder vielleicht auch noch mit Leuten, die ihr ganzes Geld in ein eventuell bizarres Hobby pumpen und dann auch sagen, ja, mit Geld kann ich nicht umgehen. Ich gebe das Geld ausschließlich für meinen Ferrari aus oder sowas. Also mit Geld kann ich nicht umgehen. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. 0800 220 5050, kostenfrei oder rund um die Uhr mailen und natürlich auch während der Sendung morgen anrufen ab 1 Uhr hier in 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Jetzt geht's weiter mit Phil. Phil ist 22. Guten Morgen, Phil. Ja, guten Morgen. Hallo, Phil. Was geht's denn bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich auf vielen Seiten, also es geht ums Internet eigentlich, auf vielen Seiten rumsurfe, so Partnerseiten. Hm? Und jetzt bei einer Seite myfamous.de jemanden kennengelernt habe. Also eigentlich bin ich schon jemand, der sich für Frauen interessiert. Mhm. Und da schreibt man halt so mit Leuten hin und her. Und da hat mich halt jemand angeschrieben, ein Mann. Ein Mann? Ja, genau, ein Mann. Mhm. War ich auch erstmal ganz so ein bisschen komisch. Mhm. Aber klar, wenn jemand schreibt, schreibt man natürlich nett zurück. Mhm. War auch erstmal so ein ganz nettes Gespräch über Fußball und was man so in seiner Freizeit macht und so.
Ja, und der scheint ein bisschen mehr Interessen zu haben. Hätte ich mir fast gedacht jetzt. Hätte ich mir fast gedacht. Genau. Wie magst du es? Habt ihr schon telefoniert miteinander? Nee, telefoniert nicht, ja. Aber es gibt ja so ein Programm, MSN, falls das jemand kennt. Ja. Da kann man ja miteinander schreiben und. So also ein Chatprogramm ist das, ne? Genau, mhm. Da kann man ja auch dann Webcam anmachen und das hat er dann auch mal gemacht. Achso, also eine kleine Kamera. Ja, genau. Und dann kann man den anderen auf dem eigenen PC sehen, ne? In ja, so einem kleinen genau. Ausschnitt auf so ein kleines genau. Rechteck ist das. Genau, also hatten da auch erstmal ein bisschen geschrieben und so. Es hat auch ein paar Tage gedauert und dann. Ja. Ja, hat er da mal angemacht und hat dann schon so in die Richtung gelenkt, wo er hin möchte. Und hat er Sauereien gemacht vor der Kamera oder was? Ja, wenn man so sagen darf, hat er ein besseres Stück gezeigt. Echt? So weit ging's schon? Ja. Der hat sich nackig gezeigt. Ja, ja, und ja. Hast du auch eine Kamera? Nee, ich habe keine Kamera und das wäre, glaube ich, auch schon ein Schritt zu weit gewesen für mich jetzt so. Mhm. Und ja, ich bin mir, also du bist klar, aber eigentlich ein Heterosexueller. Ja, voll und ganz, ja. So. Und bin mir da halt sehr unsicher irgendwie. Er ist ganz nett zu mir und höflich und es sind auch ganz nett, die Gespräche, aber ja. Aber dich turnt das sexuell null ein? Ja, ich weiß das nicht ganz genau. Das ist eigentlich so ein Ach so. Problem, Ach so. Wo eigentlich auch so die Schwierigkeit Ach so. Hingeht, was ich jetzt, weil ich nicht genau weiß. Also eine gewisse Neugierde ist da schon. Ja, genau, weil er jetzt auch gesagt hat, irgendwie, er wohnt alleine und ob man sich nicht mal irgendwie treffen könnte und so. Mhm. Und ja, dazu habe ich erst noch nicht so viel gesagt, weil ich da auch nicht so ganz genau weiß, was ist das natürlich für einer und was passiert da. Und aber das bedeutet natürlich, wenn du dich mit dem triffst, dass das wahrscheinlich von seiner Seite aus oder sehr wahrscheinlich mit Sicherheit was Sexuelles angepeilt wird. Ja, das denke ich mir auch schon. Und da musst du dir natürlich im Klaren sein, will ich mal so ein Experiment wagen und die Erfahrung vielleicht mal sammeln? Oder ist ja von vornherein schon so klar, nein, das ist absolut nicht meine Welt. Aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du so ein bisschen neugierig schon bist, ne? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher eigentlich so. Du hast noch überhaupt keine Erfahrung mit Männern? Nee. Gar nichts gemacht? Gar nicht. Nee, noch gar nicht. Wie, also du findest den Typ ganz nett, so vom Schreiben her, so vom Erzählen? Ja, klar. So. Und vom Ansehen findest du ihn auch okay? Ja, ist okay, ne? Also ist halt Durchschnitt, sagen wir mal so. Ja. Aber ist ja normal halt. So, und jetzt stellt sich die Frage, soll ich mich mit dem treffen oder nicht? Genau, soll ich mich treffen und wie? Und bei ihm zu Hause ist natürlich, man kennt die ja, man kennt denjenigen ja nicht. Man hat mit dem ein bisschen geschrieben, hat dann erst einen Eindruck, aber ja, finde ich auch immer gefährlich, dieses Zuhause-Treffen. Ich meine, ich weiß, das machen ganz viele Leute, aber triff dich doch mit dem ganz einfach mal in einem Kaffee. Da kannst du das noch viel besser abschätzen, was das so für ein Typ ist, ob du den wirklich nett findest. Und wenn dir jemand gegenüber sitzt, das ist ja noch was ganz anderes, als wenn du den in so einem kleinen Kamerabildchen siehst, ob der wirklich vielleicht ein bisschen was erotisch sogar hat, was dich interessiert. Und dann kannst du ja nach einem weiteren Treffen eine Entscheidung treffen, wo man sich mal trifft. Ja klar, und also der Altersunterschied ist ja auch ziemlich groß, das ist auch so eine Sache. Ach, wie alt ist er? Ja, hatten wir glaube ich noch gar nicht gesagt, 35. 35, na ja. Ja. Genau. Geht ja noch. Ist ja ein alter Sack gegen dich, ist mir schon klar, aber ja. Du stehst also auf alte Kerle. Geht so, ne? Na, ja. Geht doch noch. 35 und 22 ist doch noch okay. Ja, ja, da bin ich. Ja, also ich würde mich an deiner Stelle, da ja doch ein gewisses Interesse und Neugier da ist, mich mit dem mal irgendwo in einem Café in der Kneipe mal verabreden. Wohnt ihr denn in der gleichen Stadt oder Gegend? Ja, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ja, perfekt. Dann trifft man sich mal in einem Lokal und quatscht einfach mal. Und dann kannst du für dich im Hinterkopf schon mal ein bisschen abscannen. Geht das nicht? Und wenn ja, wie, wo und so weiter. Ja, das ist gar nicht schlecht, ja. Ne? Ja, super. Ich meine, telefonieren kann man ja auch erstmal vorher. Telefonieren, ja. Der erste Schritt, ne? Wäre ja nochmal der normalere Schritt gewesen als das andere. Ja, genau. Ja. Ja, vielleicht machst du so, telefonier erstmal und dann bei dem Telefon dann sagst du, komm, wir treffen uns mal da in dem Café so und so und dann gucken wir weiter. Super. Ja, bin gespannt, was rauskommt. Melde dich nochmal, wenn es interessant ist. Deine Sendung ist wirklich toll. Ich danke dir für den Tipp. Danke, Phil. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Und der Basti ist hier. Basti ist auch 22. Hallo, Basti. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, Basti. Kurz schön. Zu unserem Vorredner. Ich bin auch 22 und mein Freund ist 38. Also geht noch, ne? Das funktioniert super, ja. Wenn er möchte, können wir gerne Kontakt aufnehmen. Wir haben vorher auch erst telefoniert, dann kann ich Ihnen so ein paar Tipps geben. Ach, da fing das bei dir auch so vorsichtig an. Ja, auch übers Internet kennengelernt, ja. Aber du warst schon eher auf Männer gepolt, oder wie?
Richtig, von vornherein. Ah ja, das ist bei Eigentlich schon recht früh, ja. Ab wann? Ich habe es mit 14 gemerkt. Ja. Aber darüber wollen wir eigentlich nicht reden, ne? Oder? Richtig, genau. Mein Thema ist ein ganz anderes. Und zwar fühle ich mich momentan total befeuert. Ich habe vor 3 Wochen beim Arzt die Diagnose Steißbeinfistel bekommen. Steißbeinfistel? Ja, also das musst du dir vorstellen, über dem Steißbein auf der Haut ein minimaler kleiner Pickel. Mhm. Ich dachte, naja, es wurde immer schlimmer und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen und der sagte, ja, muss rausgeschnitten werden. Mhm. Und ich habe mir das auch durchgelesen und Klingt so ein bisschen nach Aua, aber klingt auch so nach meinem Laienverständnis als nicht so dramatisch, oder? Das hatte ich auch gedacht, ja, richtig. Man erklärte mir, dass das Gewebe komplett rausgeschnitten werden müsste und da dachte ich mir nichts Schlimmes bei. Mhm. Und anfällig für solche Steißbeinfisteln sind Männer zwischen 20 und 30 und verhindern kann man es eigentlich nicht. Aha. Ja, was heißt denn, das Gewebe muss ganz rausgeschnitten werden? Komplett. Also das, was betroffen ist, wo sich diese Gänge schon gebildet haben, muss weggeschnitten werden. Okay. Und zwar bis runter aufs Steißbein. Du musst dir vorstellen, ich kann momentan nur liegen. Das heißt, es ist schon gemacht worden bei dir? Es ist gemacht worden. Ich bin vorletzte Woche Mittwoch am 21. operiert worden. Mhm. Und bin dann aufgewacht, ja, nun habe ich ein apfelgroßes Loch über dem Steißbein. Ein apfelgroßes Loch? Ja. Ein apfelgroßes Loch? Wie groß war die Fistel? Du sagst, die war so wie ein kleiner Pickel, war die Fistel? Ja, so ungefähr wie ein Stecknadelkopf. Ach, und da muss man so einen riesen Oschi daraus operieren? Das Schlimme ist, wenn diese Fisteln sich entzünden, dann bilden sich dadurch, dass es ja so Gänge sind, halt mega große Abszesse. Bei mir war das nicht so der Fall. Und das muss halt rausgeschnitten werden, da kommt man nicht drum rum, ansonsten hat man sein Leben lang Probleme damit. Und dann wirst du doch da irgendwie so eine Delle zurückbehalten auch, ne? Oder? Das Gewebe muss von unten vom Steißbein aus bis nach oben von alleine zuwachsen. Mhm. Und das Lustige war, im Vorgespräch dachte ich dann mir, das muss doch dann, wenn ich mir Narbengewebe vorstelle, komplett hart und fest sein und unangenehm und hässlich. Und dann sagte mir der Arzt, naja, ihn wird ja keiner auf den Hintern gucken. Dann sag ich, Herr Doktor, ich bin schwul. Also bei mir ist das was anderes. Dann sagt er, verstehe. Naja, nun habe ich halt den Salat, dass ich da halt dieses Megaloch habe. Und das Steißbein ist richtig freigelegt. Und war das eine ambulante Operation? Nein, ich war... Richtig im Krankenhaus? Richtig im Krankenhaus, Mittwoch eingeliefert. Da war dann auch gleich die OP. Montag wurde ich dann entlassen darauf und Dienstagnacht dann wieder eingeliefert, weil sich in dieser Wunde wohl eine Arterie geöffnet hat, die wohl nicht richtig verödet wurde. Mhm. Und ich dadurch ziemlich viel Blut verloren habe, da wurde ich dann notoperiert und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und du liegst jetzt auf dem Bauch? Ich liege auf dem Bauch, richtig, genau. Und wie lange musst du auf dem Bauch liegen? Noch? So lange, bis ich merke, dass es wieder anders geht. Mhm. Aber es muss erstmal vernünftig heilen und das Schlimme ist halt, dass die Variante, das zu pflegen, alles total unangenehm ist. Das glaube ich, du kommst da ja selbst gar nicht ran, das muss dann dein Freund machen. Der hat es 2-3 Mal gemacht und dann konnte er das selber nicht mehr. Warum? Weil er kann das sich nicht angucken, das ist einfach zu schlimm. Ich habe ein Foto davon gesehen und mag mich selber im Spiegel gar nicht umdrehen und mir das gar nicht irgendwie selbst angucken, weil die Angst einfach, mir wurde wirklich übel. Und er konnte das nicht. Und jetzt habe ich so einen häuslichen Pflegedienst, worüber ich sehr dankbar bin. Die machen das auch echt gut. Ja. Also sollen junge Leute, die alleine zu Hause nicht zurechtkommen, wenn sie irgendwie operiert wurden, da haben sie Anspruch drauf. Ach, das ist ja toll. Das soll man auch nutzen. Also ich bin auch echt froh, dass ich die Hilfe habe. Sehr interessante Information. Ich danke dir, dass du das sagst. Das wusste ich auch nicht und sicher viele Zuschauer und Zuhörer auch nicht. Also meine Krankenkasse ist mir da entgegengekommen. Ich habe angerufen und gefragt, was ich machen soll. Mhm. Mein Freund kann es nicht pflegen. Jeden Tag zum Arzt geht ja nun mal nicht. Mhm. Was soll ich machen? Und dann haben sie gesagt, also wissen Sie, Ihnen steht da die häusliche Pflege zu und auch Haushaltshilfe. Na gut, da mein Freund... man muss es ja nicht übertreiben. Das macht der, aber die haben das da echt auch angeboten und da bin ich echt dankbar für. Das steht einem auch zu. Ja, und das muss jeden Tag jetzt neu verbunden werden oder was muss da gemacht werden? Jeden Tag, ja, das wird tamponiert, heißt es. Das heißt, wir werden dann so Kompressen mit Beta-Isadonna und anderen Salben getränkt und das muss dann komplett ausgefüllt werden, weil es ja von unten nach oben zuwachsen muss. Weil wenn es oben zusammenwächst, dann habe ich da einen Hohlraum und das geht ja nun mal nicht. Schmerzt das sehr im Moment? Ach,
ohne Medikamente würde ich es gar nicht aushalten. Du müsstest dir, stell dir vor, du hast ein Riesenloch im Körper, ne? Ja, also ich muss nochmal sagen, dass ich da völlig baff bin, dass das so eine große Operationswunde ist. Und es ist heute in dieser modernen Technik, wo wirklich siamesische Zwillinge auseinander operiert werden, so richtig exakt, dass das leider nicht anders geht, ja. Bist du sicher, dass du da in richtig guten Händen warst? Bei dem Arzt? Ja. Ja. Weil Bekannte und Freunde, ich habe mich dann auch im Internet, da gibt es ja Foren drüber, worüber ich mich dann erstmal informiert hatte. Und als ich das erste Mal den Verdacht hatte, naja, was könnte das sein, und mich dann auch im Internet informiert habe und ich Bilder gesehen habe bei Wikipedia, dachte ich, oh mein Gott, lass es das bitte nicht sein. Und der Arzt sagte dann, dass es das ist. Und ja, es ist leider Gottes, ist das so wohl Standard. Also, jetzt hast du Angst wegen der kosmetischen Variante auch, dass da, dass dein Hintern irgendwann ziemlich ramponiert aussieht. Also mein Arzt hat mir gesagt, worüber ich sehr dankbar bin, er sagte, ach, wissen Sie, da werde ich Ihnen helfen, dass wir da für Sie eine Laserbehandlung rausboxen, dass das Narbengewebe ordentlich behandelt wird und das vernünftig dann auch aussieht und sich vernünftig anfühlt. Das wollte ich mir auch gerade sagen. Da gibt es ja nun doch mittlerweile ganz viele pfiffige Methoden, dass man sowas einigermaßen wieder hinbügeln kann. Ja, er sagte auch, das wäre ja in meinem Fall, wäre das genommene Lebensqualität. Ja. Ein sehr einfühlsamer Arzt. Wichtig finde ich an allererster Stelle erstmal, dass das Ding raus ist zum einen und zum anderen, dass das jetzt auch richtig ordentlich verheilt. Und das dauert Monate, dass zu ist. Ne? Also und das finde ich viel wichtiger als die ganze Kosmetik. Die Kosmetik, ja, da kann man sich drum kümmern, wenn alles gut ist. Gesundheit ist das Erste und dann guckt man weiter. Genau, und ich dachte mir, da das nicht so bekannt ist oder anscheinend schon bekannt ist, aber nicht viele drüber sprechen, dass ich mal drauf aufmerksam mache. Finde ich sehr gut. An die Männer da draußen, wenn es auch noch der noch so kleine Pickel ist, einfach zum Arzt gehen. Einmal mehr anstatt einmal wenig, weil je schneller man das erkennt, desto flacher bleibt es. Ne? Wie sah denn dieser Pickel eigentlich aus? Wenn ich ganz hysterisch gleich zu Hause mich auch angucken, ob ich irgendwo sowas habe? Es sieht eigentlich aus wie so ein minimaler Leberfleck. Es ist eine ganz, ganz kleine Mini-Öffnung, wie ein Mitesser, der auf der Haut sitzt, und wenn sich der ja entzündet, dann ach so. Und das sieht so ein bisschen bräunlich aus. Ja, dunkel. Dunkel. Ja, es ist halt dunkel, genau. Ah ja, gut, da sind wir ja schon mal ein bisschen, kann man schon viele Dinge ausschließen, die man sonst so vielleicht an kleinen Pickelchen mal so an sich hat. Genau, man sieht richtig, dass da ein kleines Loch ist, ne? Ja, ja. Aber ganz, ganz, ganz minimal. Mhm. Aber man sieht es mit bloßem Auge, ja. Und du weißt auch nicht, wie sowas entsteht? Ja, es ist so, ich habe mich darüber erkundigt und auch in der Friseurausbildung gelernt, dass so Fisteln sich bei Friseuren normalerweise zwischen den Fingern bilden, Schnitthaare. Ach. Ne, die in die Haut ja, die da so richtig reinstechen, und da ist es so, dass sich Haarwurzeln entzünden können und dadurch das Gleiche draus passiert. Deswegen ist es da im Stall so, dass dadurch durch Haarwurzeln, die sich entzünden, das passieren kann. Ach so. Kann man diese Sachen, jetzt frage ich dich schon wie den Fachmann, aber ich gehe mal davon aus, dass du dich ganz gut informiert hast, kann man die am ganzen Körper kriegen? Also normalerweise nicht, nein. Eigentlich eher dadurch, dass das eine ziemlich blöde Stelle ist und man entweder einen stehenden oder sitzenden Beruf hat und man ja sowieso nachts über auch drauf liegt, dass das meistens eher an dieser Stelle ist, ja. Ja. Ja, jetzt muss dein Freund ein bisschen tapfer sein die nächste Zeit. Ne? Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass du wieder zu Hause bist und dass diese zweite OP dann auch gut gelaufen ist. Dann lass dich mal schön pflegen von dem häuslichen Pflegedienst. Jawohl, genau. Und wir hoffen sehr, dass das Ding dann doch relativ schnell zuwächst und du irgendwann super schön gelasert wirst und den Top-Po hast, den man sich nur wünschen kann. Weißt du, das Gute an der Sache ist, wenn das austamponiert ist, spürt man das nicht. Und dann ist es wesentlich angenehmer. Dann merkt man nur einen Schmerz, aber nicht die Tatsache, dass man merkt, oh Gott, wenn es draußen ist, merkt man, dass da ein Riesenloch ist. Ach so, ja. Ey, aber also, du kannst schon aufstehen und rumgehen, ne? Das geht. Ja, aber darf ich nicht, weil dann die Gefahr ist, dass sich verödete Arterien wieder öffnen können. Ach so, dadurch, und wie lange musst du jetzt im Bett? Wie lange musst du liegen? Wie lange noch? Also geschätzt sind so 4 Wochen. 4 Wochen. Und auch nicht mal Pipi machen gehen und aufs Klo gehen und so? Doch. Das geht. Das muss man dann, aber halt auch konzentriert. Man darf halt nur durchs Atmen das Ganze passieren lassen. Ach so. Oh. Basti, das ist eine harte Zeit, wo du jetzt durch musst. Also, ich dachte, ich informiere mal, ja. Ich fand das gut, wirklich interessant. Gut, dass du angerufen hast. Und wir wünschen dir beste Genesung und dass alles wieder so sein wird wie vorher. Ich danke dir für deine Zeit und schönen Gruß auch ans Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen heißt unser Thema: Mit Geld kann ich nicht umgehen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel mal
eine tolle Erbschaft gemacht haben, bekommen haben und das Geld aber verprasst haben. Oder mit Leuten, die große Schulden gemacht haben. Oder mit Leuten, die vielleicht mal durch eine geniale Geschäftsidee richtig viel Schotter angehäuft haben, aber es irgendwie genauso schnell ausgegeben haben und auch sagen, mit Geld kann ich nicht umgehen. Oder vielleicht auch mit Leuten, die ihr Geld in nur ein einziges abgefahrenes Hobby reinpumpen. Und insofern dann auch sagen, mit Geld kann ich nicht umgehen. Vielleicht auch gerne mit dem einen oder anderen Partner von jemandem, der mit dem Geld nicht umgehen kann. Also das Geld ist morgen unser Thema. Und ab 0 Uhr könnt ihr morgen uns wie immer erreichen und euch für die Sendung anmelden. Oder rund um die Uhr anmelden über domian@wdr.de. Hier ist Maurice. Maurice ist 16 Jahre alt. Hallo Maurice. Ja, hallo. Hallo Maurice, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um ein Problem mit mir und meiner Freundin, den Eltern und Männern, sagen wir es mal so. Und Männern? Genau, Männern. Lass mich erst mal ein bisschen fragen, Freundin, wie lange mit der Freundin zusammen? Anderthalb Jahre schon. Anderthalb Jahre. Und wie alt ist die Freundin? 16. Auch 16. Mhm. So, jetzt erzähl mal ein bisschen was von dem Problem. Und das Problem ist, also am Anfang war erstmal alles ruhig in unserer Beziehung. Mhm. Nur nach und nach hat sich das dann halt alles noch so ergeben, dass ich gemerkt habe, wie es in der Familie wirklich abgeht. Also in Ihrer Familie? Genau, in Ihrer Familie. Mhm. Also sprich, die Stiefmutter ist, sie hat eine Stiefmutter und sie lebt mit dem Vater und der Stiefmutter in einem Haus. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, aha, die Stiefmutter ist gar nicht so eine nette, wie ich gedacht habe, weil sie, ja, sie macht meine Freundin fertig, psychisch und auch körperlich. Körperlich? Also, inwiefern körperlich? Sie darf sich von morgens an am Wochenende bis abends um den Haushalt kümmern, bügeln, kochen, waschen und was weiß ich alles. Mhm. Auch in der Schulzeit muss sie dann direkt nach der Schule anfangen zu kochen und so weiter. Sie kriegt dann zwischendrin noch zu hören, sie wäre nichts wert und sie wäre dick und was weiß ich. Dabei ist sie absolut wirklich richtig dünn. Also diese Arbeiterei geht, meinst du, weit über das normale Maß, dass man ein bisschen zu Hause hilft, hinaus? Weit über das normale Maß, weil sie auch nur alle drei Wochen einmal raus kann. Mhm. Sie kann nur alle drei Wochen raus? Alle drei Wochen ungefähr. Also sie war jetzt die letzten 14 Tage nicht draußen. Das war für eure Beziehung auch sehr misslich. Ja, sehr. Das Problem ist sogar noch, wir dürfen uns ja nicht treffen von den Eltern aus, von ihr. Ach, ihr dürft euch gar nicht treffen? Ja, nicht mehr, weil es halt Zwischenfälle gab, wo ich ja nicht locker bleiben konnte. Was hast du gemacht? Ich habe mich mit der Stiefmutter angelegt. Gab es Streit? Genau, weil ich fing dann an, laut zu werden. Ja. Sie meinte, sie müsste mir gegenüber laut werden und so weiter. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie will nicht, dass ihre Stieftochter mit dir zusammen ist. Ganz genau. Mhm. Was ist denn die Rolle des Vaters? Es steht ihr leiblicher Vater. Hält er sich da raus? Genau so ist es. Er kriegt es mit. Er weiß auch, wie es abgeht, wenn er nicht da ist, wenn er auf Arbeit ist, weil es dann noch schlimmer wird. Mhm. Nur er erinnert nichts dran. Er sagt nichts. Also er kriegt seinen Mund nicht auf. Er sagt nicht einmal irgendwie einen Ton, wenn was nicht passt oder so. Mhm. Also er ist wirklich so der Duckmäuser. Also ist deine Freundin sturzunglücklich da in der Situation zu Hause? Ganz genau. Und das ist halt eines der größten Probleme. Und das zweite größte Problem ist, wie ich eben angesprochen habe, Männer. Erklär mal. So ungefähr vor einem halben Jahr, beziehungsweise vor einem Jahr, war es in den Sommerferien. Da war sie irgendwie im Urlaub. Und da war der Bekannte oder Freund von der Stiefmutter mit bei. Mhm. Und der hat sie dann angefasst. Ziemlich unsittlich und ohne. Der Bekannte oder Freund von der Stiefmutter. Aber mit dem hat die Stiefmutter nichts. Nein, das ist nur der Bekannte. Der Bekannte. Und wie alt ist der? Der ist 40 oder 50, der war auch schon im Gefängnis wegen sexueller Belästigung und so weiter. Und der hat deine Freundin angefasst. Genau. Und hat ja auch gesagt, von wegen, sie sollte ihm mal in die Hose gehen und so. Und das hat sie dann auch ziemlich fertig gemacht, psychisch. Sie war am Bein, hat nicht mehr weiter gewusst und so weiter. Wie weit ist das denn gegangen? Ist dann wirklich was passiert? Hat er sie gezwungen, etwas zu tun? Passiert ist zum Glück nichts. Da bin ich auch gerade froh drum, weil sie ihm dann irgendwann gesagt hat, dass er es unterlassen soll. Und hat auch dann gemacht. Ja, und dann kam jetzt der Bruder von der Stiefmutter.
mhm. um die Ecke und meint, er müsste ihr SMS schreiben, wie zum Beispiel, ja, ich würde gerne mit dir schlafen und ich würde so und so viel dafür machen und überhaupt und mhm. ja. Ist sie das einzige Kind da in dem Haus? Also, gibt es da noch andere Geschwister, Stiefgeschwister? Sie ist das einzigste Kind. Das einzige. Mhm. Sie hat also sie hat noch Geschwister. Aber die sind ziemlich weit weg bei ihrer Mutter. Wenn ihr euch so selten nur sehen könnt, also alle drei Wochen. Ne, sagst du, hab ich richtig verstanden? Ja, ja. Wie habt ihr Kontakt miteinander? Mailt ihr oder telefoniert ihr oder welche frei? Ja, wir telefonieren, weil sie hat ja einen Vertrag von ihrem Vater, damit sie halt umsonst telefonieren kann. Und dann telefonieren wir am Tag so einmal heimlich. Sie darf ja nicht telefonieren mit mir. Ist klar. Das heißt, sie geht dann auf Toilette und ruft dann mich an, so für 4-5 Minuten. Geht sie noch zur Schule? Sie geht noch zur Schule. Aber könntest du sie denn da nicht mal irgendwie abfangen, abpassen, dass ihr euch da mal öfters seht, so vor, ja, nach der Schule? Ja, da sehen wir uns oft, ja auch öfter. Nur, ja, was will man in einer Viertelstunde Pause machen? Ja, ja klar, aber ich meine nur so, für ein kurzes Sehen reicht das auf jeden Fall. Du bist dann auch auf dieser Schule. Genau. Ja, das geht dann ja schon mal. Mhm. Ja, das sind natürlich üble Zustände, aber ganz üble Zustände. Ja. Ich finde, dass man da was unternehmen müsste. Wir waren auch schon beim Jugendamt. Da wollte ich gerade darauf hinaus. Was haben die im Jugendamt gesagt? Die haben gesagt, sie sollten, beziehungsweise meine Freundin sollte mit ihrem Vater reden, dass sich was zu ändern hat und dass sie beim Jugendamt war. Ja. Allerdings konnte sie das bis heute noch nicht, seit 2 Monaten schon, weil die Stiefmutter immer wieder dahinter hängt. Also wenn ihr Vater und sie mal 2 Minuten alleine sind, dann kommt sofort die Stiefmutter in der Ecke und kontrolliert, was reden die beiden. Was sollte das für einen Sinn haben, dass die Tochter mit dem Vater redet? In der Hoffnung, dass was passiert? Bitte? Das Jugendamt hat gesagt, sie sollen mit dem Vater sprechen. Warum? Ja, genau. Ja, damit sich was ändert, damit er zusieht, dass sich was ändert, damit er weiß, aha, meine Tochter ist inzwischen schon so weit, dass sie zum Jugendamt geht. Ja, glaubst du, dass sich dann etwas ändert, so wie du die Situation einschätzt oder wie du diesen Mann auch einschätzt? Ich glaube eher weniger. Ich kenne ihn jetzt auch ziemlich gut eigentlich schon. Wir beiden verstehen uns auch, also ich und ihr Vater. Ja. Aber so wie ich ihn kenne, macht er nichts. Glaubst du, dass er Angst vor seiner Frau hat? Das kann ich nicht so einschätzen, aus dem einfachen Grund, weil er die Ex-Frau damals geschlagen hat. Seiner Ex-Frau war er gewalttätig gegenüber. Und deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Ich weiß nur, dass er wahrscheinlich nichts machen wird. Warum glaubst du das, dass er nichts machen wird? Ja, warum? Weil ich einfach der Meinung bin, dass die Stiefmutter bzw. seine jetzige die Hosen anhat in der Beziehung. Ja, das meinte ich gerade. Dass er letztendlich ein Weichei ist und er sich da nicht durchsetzen kann. Ja. Mag er denn seine Tochter sehr? Ist das ein gutes Verhältnis? Eigentlich schon. Also wenn dann seine Frau mal auf Nachtschicht ist, dann darf sie auch bis 11 am Computer und was weiß ich. Normalerweise müsste sie dann die Zeit schon im Bett liegen. Und Maurice, ich finde, insofern hat das Jugendamt natürlich recht. Du musst unbedingt darauf hinwirken, dass deine Freundin, ich meine, sie muss es auf jeden Fall versuchen, dass sie mit dem Vater spricht. Wenn sie das nicht schafft, wenn das irgendwie nicht geht, dann versuch du doch mit dem Vater zu sprechen. Und ihm das. Da ist sie aber gegen. Warum ist sie dagegen? Weil sie Angst hat vor noch mehr Ärger, weil es schon mal so passiert ist, dass ich mit dem Vater geredet habe. Und dass sie dann dadurch Ärger bekommen hat. Okay, dann muss sie es alleine schaffen. Dann muss sie eine Viertelstunde mal abpassen. Das kann doch nicht sein, dass die immer dabei ist, die Frau. Die ist immer dabei. Die geht hier nicht mal einkaufen oder sowas? Wenn sie einkaufen geht, muss meine Freundin mit. Muss, wohlgemerkt. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man in einer Wohnung nicht mal einmal ein paar Minuten Zeit hat, dem Vater zu sagen, ich muss dich mal alleine sprechen, geht das? Das geht absolut nicht. Es ist da wirklich die absolute Kontrolle. Also das sind Zustände, die sind wirklich nicht mehr. Also, dann wäre wirklich nochmal drüber nachzudenken, dass du mit dem Vater sprichst. Denn es soll ja etwas ins Rollen kommen. Das will deine Freundin doch sicherlich auch. Wenn sich dadurch nichts verändert,
muss das dem Jugendamt mitgeteilt werden? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass deine Freundin aus dieser Familie rausgenommen wird. Dass sie irgendwo in ein betreutes Wohnen kommt, in eine vom Jugendamt betreute WG oder irgendetwas, was dann für sie allemal besser ist, als in der häuslichen Umgebung da zu leben. Aber dafür müssen natürlich die Behörden und das Jugendamt auch alarmiert werden. Der erste Tipp war gut, aber entweder muss der jetzt auch verwirklicht werden, dieser Tipp, oder ihr geht zum Jugendamt und sagt, es geht nicht. Aus dem und dem Grund. Ja, nur habe ich wiederum Angst, dass ich mich mit ihr in der Haare bekomme, weil sie es ja nun mal nicht will, dass ich da irgendwie was mache. Ja, verstehe ich. Ich muss jetzt nochmal fragen. Ich kann das nicht glauben, dass diese Frau immer weg ist. Ist sie denn berufstätig noch? Die ist berufstätig. Ja, aber da haben wir doch eine Chance. Wenn die weg ist auf Arbeit, dann kann man... Frühschicht. Wie? Frühschicht, von Montag bis Freitag. Ja, dann da gibt's doch eine Möglichkeit, dass dann deine Freundin und ihr Vater mal ein paar Stunden alleine in der Wohnung sind. Ja, es geht aber nicht, wenn sie in der Schule ist. Ja, dann schwänzt sie mal einmal die Schule. Mein Gott, hier geht's um so viel. Ja, ja. Und wenn sie eine Stunde schwänzt, es geht ja nur darum, dass die mal Klartext mit dem Vater redet und ihm vor Augen führt, in was für einer bedrückenden Situation sie lebt. Der hat ja auch Frühschicht. Der ist ja morgens von 4 Uhr bis mittags um 4 Uhr unterwegs. Maurice, irgendeine kleine Zeitlücke gibt es, kannst du mir nicht erzählen. Irgendwie, irgendwas geht. Das musst du ihr so vor Augen halten. Entweder sie muss auf Biegen und Brechen sich irgendeine Zeitlücke rausgucken. Wenn das nicht geht, dann musst du reden, das musst du ihr so klar machen. Wenn sie was verändert haben will, nur so kommt was in die Gänge. Sie hat die Chance, aus der Familie rauszukommen. So, wie das so geht mit aus der Familie raus und wo man dann hinkommt und so, das würde ich ja gerne noch von meiner Fachfrau im Hintergrund, von meiner Psychologin erklären lassen. Da hast du noch viel bessere Infos an der Hand und weißt, kannst ihr das vielleicht auch erklären, damit sie da nicht so Angst vor hat, okay? So, dann leg du mal bitte auf und du wirst von Simone, das ist meine Psychologin, die kennt sich sehr gut aus und solchen Sachen, die wird dich gleich anrufen. Okay. Gut, Maurice, toi 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 euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. Markus ist hier, Markus ist 28. Hallo Markus. Hallo Domian. Ja, Markus, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, mal durchgekommen zu sein. Ja. Um was geht's? Ja, und zwar geht's um meine Ex-Freundin. Was ist da los? Ja, Folgendes ist da los. Also wir hatten eine gemeinsame Tochter, dachten wir jedenfalls. Mhm. Dann hatte sich nach dem Vaterschaftstest rausgestellt, dass die Kleine halt nicht von mir ist. Oh. Wer hat den Vaterschaftstest, wie ist das in die Gänge gekommen, dass der gemacht wurde? Ja, folgendermaßen, und zwar ich muss dabei sagen, es gab schon während der Schwangerschaft, beziehungsweise auch in dem Jahr nach der Schwangerschaft ständig Probleme halt, meiner Meinung nach halt überwiegend von ihr ausgehend, weil sie halt meinte, sie wäre zu jung für ein Kind, also sie ist 7 Jahre jünger wie ich, also war 19 zum Zeitpunkt oder 20, wo die Kleine auf die Welt gekommen ist. Und gab es halt ständig irgendwelche Nörgeleien und Probleme und konnte ich halt auch alles, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Und dann irgendwann fing sie halt damit an, halt zu meinen, dass die Kleine halt vielleicht doch nicht von mir sei. Ach so, wie lange war die Kleine da schon auf der Welt? Die ist ein paar Monate erst alt gewesen. Da hat sie angefangen, das schon zu sagen? Ja. Und da warst du natürlich völlig baff? Auf jeden Fall. Weil du hundertprozentig davon ausgegangen warst, das ist dein Kind? Hundertprozentig. Mhm. Also es wäre wirklich das Letzte gewesen, woran ich geglaubt hätte, dass die Kleine doch nicht von mir ist. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis der Vaterschaftstest gemacht wurde? Es hatte ein knappes halbes Jahr hat es gedauert. Und in der Tat kam dann raus, dass du nicht der Vater bist? Das ist richtig. Weiß sie, wer der Vater ist? Also sie wird es hoffentlich wissen. Das weiß er, ja. Kennst du diesen Mann auch? Den habe ich schon mal gesehen. Also kennen tue ich ihn jetzt selber nicht, aber den habe ich halt schon mal gesehen. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ja, ging halt so weiter. Ich habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Ich meine, das hat sich auch schon vorher so abgezeichnet, weil sie mich halt permanent auch rausgeschmissen hat. Wir haben zusammen gewohnt und hat halt immer wieder einen Grund gefunden, um mich halt rauszuschmeißen, und
hat im Prinzip mein ganzes Leben auch irgendwie durcheinander gebracht. Mhm. Also ich war berufstätig, war bei einer Versicherung tätig gewesen und den Job habe ich halt auch an den Nagel gehangen, weil mir das halt alles auch irgendwo zu viel wurde. Mhm. Und musste dann auch bei meinen Eltern schlafen und die hatten natürlich auch kein richtiges Zimmer mehr für mich gehabt, weil ich ja schon 8 Jahre alleine gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das war wirklich das reinste Durcheinander im Prinzip. Wie stellt sich denn die Situation, das ist ja, nun bist du heute schon 28, da ist ja eine Weile vergangen, wie stellt sich denn die Situation heute da? Ja, eigentlich schwierig für mich, also ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin ausgezogen, beziehungsweise habe mir eine eigene Wohnung gesucht, wohne jetzt circa ein Jahr alleine nach dem Ganzen. Ja. Und ja, es ist alles irgendwie nicht mehr so wie vorher. Die Kleine ist jetzt wie alt? Die Kleine ist jetzt 2 geboren. 2. Siehst du denn dieses Mädel, dieses kleine Mädchen ab und zu? Ja, gezwungenermaßen. Warum? Ja, weil meine Eltern halt irgendwo auch damit nicht wirklich abschließen können. Und es wäre halt das erste Enkelchen gewesen. Und, ach so. Das heißt, deine Freundin hat mit deinen Eltern noch Kontakt? Genau. Mhm. Und wie sieht der Kontakt zu der Frau aus? Zwischen dir und der? Von meiner Seite aus jetzt. Ja, wie der Kontakt aussieht, ja, zwischen euch beiden. Ja, also es war halt eine Zeit lang so, dass wir uns halt irgendwo dann doch nochmal getroffen haben und da halt dann wirklich nur auf, ich sag mal, sexueller Basis was lief. Ich weiß auch nicht wieso, weil ich auch wirklich eigentlich, ehrlich gesagt, keine Gefühle mehr für die Frau habe, weil einfach so viel passiert ist und sie mir halt einfach auch so oft Unrecht getan hat und auch diese ganzen, ich weiß nicht, diese ganzen Dinge, die halt vorgefallen sind, dass mich rausschmeißen und mich in Frage stellen. Und es war eine Zeit lang so, dass meine Eltern mich auch selbst in Frage gestellt haben und die es halt einfach auch nicht glauben konnten. Was ist jetzt aktuell heute? Was für ein Gefühl, was für eine Beziehung hast du zu der Frau heute? Ja, eigentlich gar keine mehr. Gar keine? Dann könnte man doch eigentlich sagen, okay, ist mies gelaufen alles, aber auf zu neuen Ufern. Gucken wir nach vorne. Ja. Das ist halt leider irgendwie nicht möglich, ich weiß es nicht. Warum? Ich hatte ein Burnout-Syndrom letztes Jahr im Winter. Echt, mit 28 schon? Ja, ich bin in ein richtig tiefes Loch gefallen halt, irgendwie psychisch, weil, ich weiß nicht, es war halt super schwer. Oder ist für mich jetzt auch noch irgendwo schwer, von der Kleinen auch loszulassen. Mhm. Ich weiß nicht wieso, also die Kleine liegt mir so am Herzen irgendwo und... Will deine, ich sag mal, jetzt deine Ex-Freundin, will die, dass ihr Kontakt habt oder will die, dass ihr keinen Kontakt habt? Also du und das kleine Mädel. Ja, da haben wir jetzt so direkt jetzt nicht drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Also es ist halt für uns beide besser, wenn wir keinen Kontakt mehr haben, weil ich glaube, das tut halt beiden irgendwo weh. Also das ist, ich glaube ihr auch irgendwo, dass er das jetzt so nicht gewollt hat, wie es halt letzten Endes dann laufen ist, dass sie halt schon gern gehabt hätte, dass die Kleine von mir ist, das glaube ich ihr schon. Ich glaube, das war auch irgendwo der ehrlichste Moment zwischen uns, halt der Moment, wo der Vaterschaftstest halt irgendwo zum Trage kam. Ich finde das ja sehr, sehr schön von dir, dass du so eine enge Herzensbindung zu dem Kind hast. Das ist ja dann auch letztendlich wurscht, ob das dein Kind ist oder ob es nicht dein Kind ist. Da ist eine Herzensbindung da. Das Schwierige ist nur, dass jetzt irgendwie in einen Alltag zu kriegen. Du willst mit der Frau eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ganz genau. So, vielleicht wird die Frau... Weh tut irgendwo, ja. Bitte? Weil es halt irgendwo weh tut, ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja. Das heißt, auf Dauer ist ja da vielleicht überhaupt gar kein Kontakt vorstellbar. Wie sollte der aussehen, den du dauerhaft zu diesem Kind aufbaust? Das ist schon sehr kompliziert. Ja, ich glaube, dass ich den auch wirklich irgendwo gar nicht haben möchte, weil mich das halt immer wieder zurückschmeißt. Also wenn ich am Wochenende, an dem das Kind dann zufälligerweise bei meinen Eltern ist, dann auch da bin, dann kommt irgendwie wieder alles hoch im Prinzip. Und irgendwo tut mir das halt nicht gut. Und ich kann meinen Eltern da auch nicht dazwischen reden. Ne? Weil im Prinzip wäre es wahrscheinlich für dich besser und das kleine Mädel ist noch so klein, dass sie das gar nicht dann so mitbekommt oder schnell vergessen haben wird, wenn wirklich ein Schnitt gemacht würde zwischen euch beiden. Ich verstehe deine Eltern dann auch nicht, dass die da so... Ja, das verstehe ich halt eben auch nicht. Das verkompliziert die ganze Situation ja enorm. Also Eben. Das Problem ist, ich kann denen auch nichts sagen. Also ich habe meinen Eltern gesagt, ich finde es halt nicht so gut. Und die meinten halt, Junge, wir sind 3x7, beziehungsweise
noch älter und wir lassen uns da auch nichts einreden. Okay, aber dann könntest du ja zumindest für dich und dein Leben entscheiden, was du willst und das für dich erstmal durchziehst. Ja. Vielleicht kannst du dann, auch wenn du erstmal eine klare Haltung hast, die hast du ja noch nicht im Moment, dass du dann auch besser mit der Sache umgehen kannst, was deine Eltern da machen. Schwierig, schwierig. Ja. Markus, meine Sendung ist gleich vorbei. Wir würden dich gerne gleich nochmal anrufen, okay? Ah, das ist nett. Ja, dann leg auf und wir melden uns gleich nochmal. Super, danke. Okay, tschüss. In der Technik heute Nacht Gundel Blendin und morgen heißt unser Thema: Mit Geld kann ich nicht umgehen. Möchte gerne mit Leuten reden, ja, die genau das sagen. Mit Geld kann ich nicht umgehen. Ich verprasse es, ich kann es nicht einteilen, ich mache Schulden und so weiter. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin.